Basteln, malen, schmecken, Gott und die Welt entdecken. Lernen, wie das Leben geht, um was im Buch der Bücher steht. Bei Fribo, bei Fribo. Ich heiße Fribonius Maximilian Balthasar von Einzahn. Guten Tag. Fribo! Mein kleiner Baum. Geht's dir gut, ja? Du stehst auch hier so schön am Fenster. Die Sonne scheint und du bist hell erleuchtet. Wie schön. Brauchst du noch was? Nein? Schön, dass du hier wachsen kannst. Wasser? Genug? Nein, brauchst du nicht? Aber weißt du, was wir brauchen? Wir brauchen einen Namen für dich. Lass uns beide mal überlegen. Olivenbaum. Etwas mit O wäre gut. Otto. Otto Olivenbaum? Nee, das passt nicht zu dir. Da hast du recht, genau, das geht nicht. Nein, nein, nein. Wie wäre es mit Olaf? Olaf klingt doch schön. Aber bei Olaf muss ich irgendwie immer an Schneemänner denken. Du kommst aus dem Süden, da brauchen wir einen exotischen Namen mit O. Olivenbaum. Olivi. Olivia. Olivia! Olivia Olivenbaum! Das klingt toll! Yippie! Kibo? Du bist da, wunderbar. Dominik, ich habe einen Namen für meinen Olivenbaum. Olivia, Olivia Olivenbaum. Das klingt super schön, Fribo, aber ich habe leider gerade echt wirklich nicht viel Zeit. Kannst du mir bei einer wichtigen Aufgabe helfen? Eine wichtige Aufgabe? Mhm. Dafür bin ich doch der Beste. Ach, perfekt. Fribo, ich habe nämlich so viel zu tun heute. Ich muss noch einen großen Esstisch fertig machen und dann muss noch ein Puppenhaus gebaut werden für ein paar Kinder. Und dafür müssen diese Platten hier schön, schön glatt geschliffen werden. Kannst du das machen, dass die Kinder keinen Splitter bekommen beim Spielen? Na klar, wird gemacht. Leg sie auf die Werkbank. Super. Fribo, du bist der Beste. Ja, ja, ja. Ich leg dir das hier hin. Dann kannst du es schön abschleifen und ich mache inzwischen den Tisch fertig und dann komme ich wieder hoch, ne? Ist danke gut. Dir, Fribo, danke. Ja, ja, gerne. Du bist doch da. Weltbeste Helfer. Was brauche ich denn? Ah, was zum Abschleifen. So. Dann komm mal hier. Mann. Hier geblieben. Puh, fertig. Macht doch richtig Spaß. Bin der Krippelshelfer. Und die Nummer 2. Puh, Nummer 2. Wie viel sind es noch? Noch 3. Das schaffe ich. Und weiter geht's. Puh, ist das anstrengend. Puh, hab ich jetzt versprochen, alles klar zu machen. Ich schaff das. Fribo schafft das. Das nächste. Du musst ein bisschen weiter hier nach vorne. Weiter geht's. Au! Oh nee, jetzt hab ich einen Splitter im Fell. Aber ich will ja nicht aufhören. Ich mach weiter. So was von weiter. So, ein Brett noch. Aufi, aufi, aufi. Oh, au, 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 aber das schaff ich. Das schaff ich. Au, 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 das wird doch weh. Endlich geschafft. Alles schön glatt. Ja. Fribo? Ja, der Splitter. Auf, auf, auf. Bist du fertig? Oh, perfekt. Du. Ja. Schön. Die kann ich jetzt alles gut geworden. Richtig gut. Ich danke dir, Fribo. Das war echt eine super große Hilfe für mich. Klar. War aber anstrengend. Anstrengender, als ja, ich dachte. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und ich habe einen Splitter im Fell. Ein Splitter? Ja. Oh nein. Zeig mal, wo ist denn der? Wo ist denn der? Da unten. Da unten. Ja, da bin ich, ich sehe ihn. Ah, der ist hast ja ganz, ganz klein und gemein. Warte, halt mal still, halt mal still. Ja, das wird schwierig. Ja. Kann ich das? Warte. Yes. Hast du ihn? Ja. Das tut mir voll leid, dass du dich verletzt hast, Fribo. Aber danke, dass du trotzdem weitergemacht hast. Das hat mir echt super weitergeholfen, Fribo. Klar, das war doch eine wichtige Aufgabe. Ja. Und die wollte ich gut machen. Danke. Du, apropos wichtige Aufgabe. Ja? Ich hatte noch eine wichtige Aufgabe für dich, Fribo. Noch eine? Was denn? Ja, dieser Brief, der muss heute noch dringend in die Post. Und der Postkasten wird ja schon in 20 Minuten geleert. Der muss noch unbedingt mit. Könntest du den vielleicht? Aber der ist ganz am Ende der Straße, der Postkasten. Ich weiß. Na gut, gib her. Ich bin auch der schnellste Fribo der Welt. Ja? Und wichtige Aufgaben sind genauso das Richtige für mich. Das aber hilft sowas mir von total, Fribo. Ich danke dir. Hier, komm. Ich mach schnell das Puppenhaus fertig und dann treffen wir uns wieder oben, okay? Okay. Danke, Fribo. Das ist echt genial. Bitte, bitte.
Da bin ich wieder. Und natürlich habe ich auch wieder ein Buch für euch dabei. Genauer gesagt sind es heute 4 Bücher und ein Hörstift. Die Bücher sind vom Kondo Verlag und mitgestaltet haben sie richtig viele Menschen. In den Büchern gibt es Geräusche und Lieder und natürlich unterhalten sich auch Menschen. Und man lernt sehr viel über die Bibel. Und um all das hören zu können, braucht ihr eben diesen Stift hier. Wir schauen uns zusammen das Buch über Mose an. Moses Familie lebt in Ägypten. Doch der böse Pharao Ägyptens möchte alle neugeborenen hebräischen Jungen in den Nil werfen lassen. Damit Mose nicht sterben muss, haben seine Eltern eine geniale Idee. Sie legen ihn in einem Korb aus Schilf auf den Fluss Nil. Und dort wird er von der Prinzessin und ihren Dienerinnen gefunden und sie nehmen ihn sogar mit und Mose wächst am Hof des Pharaos auf. Als Erwachsener macht Mose einen schlimmen Fehler und läuft davon, ganz weit weg. Er heiratet, wird Papa und kommt nach 40 Jahren zurück nach Ägypten, weil er sein Volk retten möchte. Und genau das passiert auch. Das Volk Israel macht sich auf eine lange und spannende Reise nach Hause. Um all das geht es in diesem Buch. Und genau das schauen wir mal uns jetzt genauer an. Zuerst stelle ich euch 5 wichtige Tiere vor. Herzlich willkommen, liebe Freunde. Mein Name ist Anton. Hier gibt es ganz viel zu hören, zu entdecken und zu lernen für dich. Damit du nichts verpasst, möchte ich dir meine 4 Freunde vorstellen. Da ist zum einen Mina Muntermaus. Hallo, ich spiele dir bekannte und unbekannte Geräusche, tolle Lieder und mehr vor. Vielen Dank, Mina. Als nächstes stelle ich euch Baruch Bibelbiber vor. Hallo, Freunde. Ich erzähle euch die Abenteuer, die Mose mit Gott erlebt hat. Wenn ihr auf mich tippt, führe ich euch durch die Geschichte. Aber nicht einfach so. Ich sage euch, wo im Bild ihr suchen dürft. Da bin ich ja wirklich gespannt. Danke, Baruch. Dann fehlt jetzt noch Eleonore Erzähleule. Hallo, liebe Kinder. Ich freue mich auf euch. Ich gebe Antworten auf spannende Kinderfragen und habe für euch Gespräche zwischen den Menschen der Geschichte belauscht. Ich bin begeistert. Nun zum letzten meiner Freunde, Fennek Faktenfuchs. Hallo. Mein Name ist Fennek Faktenfuchs. Mein Vater war Professor Dr. Schlaufuchs an der Clever-Universität. Er hat mir ganz viel erzählt über die Welt und ich erzähle es euch jetzt. Da möchte man doch gleich noch einmal Kind sein. Zum Schluss möchte ich mich selbst noch richtig vorstellen. Mein Name ist Anton Aktivaffe und ich bin für jeden Spaß zu haben. Bei mir findet ihr Bastelideen, Rezepte und lustige Spiele. Los geht's! Moment, Anton, du hast Ani und seinen Opa vergessen. Ani und sein Opa, ja, du hast recht. Aber weißt du was? Die beiden stellen sich selbst vor. Findest du sie auf dem großen Bild? Dann tippe sie an. So, wo sind Ani und sein Opa? Ha, hier sind sie. Mal schauen, was sie uns erzählen können. Hallo, ich bin der Opa von Ani. Hallo, ich bin Ani. Wir beide begleiten dich durch das Buch. Du findest uns auf jeder Doppelseite. Aber manchmal musst du ein bisschen genauer hinsehen. Viel Spaß beim Entdecken. Jetzt schauen wir mal, welche Fragen Eleonore auf dieser Seite gestellt wird. Warum guckt denn der kleine Aaron so besorgt? Tippe auf ihn, dann weißt du es. Na, das machen wir doch gleich mal. Miriam ist ja ganz schön mutig. Sie geht einfach zur Prinzessin. Ich weiß nicht, ob ich mich das trauen würde. Ja, wegrennen und sich verstecken kann jeder. Aber wie geht das, mutig sein? Wenn du mutig sein möchtest, musst du wissen, warum es wichtig ist, für etwas aufzustehen. Miriam ist für ihren Bruder aufgestanden. Sie wollte ihn schützen, weil sie ihn lieb hatte. Genau. Und dann betest du noch und bittest Gott um Hilfe. Denn Gott stärkt die Mutigen. So, und jetzt sind wir auf der Hochzeit von Mose und seiner Frau Zipora.
In guten wie in schweren Tagen. In Freude und in Leid. Will ich dich gern in Liebe tragen. Weil Gott uns dies verheißt. Schön. Und was sagen Ani und sein Opa dazu? Schön, dass Mose jetzt wieder glücklich ist. Du hast recht. Mose darf jetzt neu starten. Jetzt tauchen wir ab ins Meer, denn auf ihren Weg nach Ägypten nach Hause muss das ganze Volk durch das Rote Meer ziehen. Auf zu den Delfinen! Ach, es gibt richtig viel zu entdecken. Und nicht nur über Mose, sondern auch über Ruth, Jesus und Daniel. Ich entdecke das Buch jetzt noch weiter. Macht's gut! Reih dich ein und tanz mit uns, wir wollen Gottes Größe loben. Komm herzu und sing mit uns, wir haben so viel Grund zum Danken. Lass uns dem Herrn singen, denn er hat eine herrliche Tat getan. Ross und Reiter ins Meer gestürzt, Halleluja, Halleluja, gelobt sei der Name des Herrn. Fribo! Ja. Mensch, das hat jetzt aber doch länger gedauert, als ich gedacht hätte. Was war denn los? Also wichtige Aufgaben können ganz schön anstrengend sein. Ui. Der Postmann war schon da und hat die Briefe aus dem Kasten geholt. Ah. Als ich ankam, ist er gerade losgefahren. Ich bin ihm dann hinterhergehetzt. Zum Glück kam da eine rote Ampel. Da konnte ich ihm noch den Brief schnell durchs Autofenster reichen. Aber dann musste ich den ganz schönen langen Weg wieder zurück nach Hause. Du meine Güte, Schriebe, das wollte ich nicht. Tut mir leid. Aber Wahnsinn, dass du das noch geschafft hast, ihn einzuholen und den Brief noch abzugeben. Danke. Ja, das ist echt super klasse, Fribo. Gerne. Du, ich hätte noch eine wichtige Aufgabe. Nee. Ich habe genug Aufgaben erledigt. Ich brauche eine Pause. Die musst du jetzt selber erledigen. Aber da brauche ich uns beide für die wichtige Aufgabe. Nee, ich habe genug wichtige Dinge gemacht. Genug wichtige Aufgaben. Na gut, kann ich irgendwie verstehen, dass du jetzt ein bisschen geschafft bist, ne? Mhm. Ich habe eine Idee. Wie wäre Folgendes? Also, ich erzähle dir eine Bibelgeschichte, damit du ein bisschen dich ausruhen kannst und neue Kraft bekommst. Mhm. Und dann schauen wir mal, wie fit du bist, okay? Also, bei einer Bibelgeschichte bin ich dabei. Sehr gut. Kannst du mir vielleicht noch was von dem Paulus erzählen? Der die Christen erst verfolgt hat und dann selber Christ wurde? Genau das hatte ich vor, Fribo. Komm, wir gehen rüber. Ja. So. Du hast es ja schon richtig gesagt, ne? Ja. Paulus, früher Saulus, hat erst die Christen verfolgt und dann ist er selbst Christ geworden, hat an Jesus geglaubt. Ne? Genau. Und jetzt wollte er, dass alle anderen auch von Jesus hören und ihnen von ihm erzählen. Mhm. Weißt du, was Gott dann gemacht hat? Keine Ahnung. Er hat Paulus eine wichtige Aufgabe gegeben. Oh, toll. So wie bei mir heute. Ja. Was soll er denn machen? Genau. Er sollte den Leuten von Jesus erzählen, aber nicht nur in Israel, sondern auch in den anderen Ländern. Cool. Mhm. Schau mal, ich habe hier eine Karte von Europa. Oh ja, zeig mal. So, da haben wir sie. Ne? So, ne? Kennst du, hier oben ist Norwegen, da warst du. Ne? Mhm. Hier ist Deutschland, Frankreich, Spanien, da ist Italien, der Stiefel hier, ne? Mhm. Zum Knick. Hier ist Griechenland und da unten, was schon fast nicht mehr auf der Karte drauf ist, da ist Israel. Und in Israel, da war Jesus unterwegs und auch seine Freunde, die Apostel und Paulus, waren jetzt auch dort und haben schon angefangen, dort den Leuten von Jesus zu erzählen. Ach, und Paulus soll jetzt rausgehen aus Israel? Ganz genau. Ja. Paulus soll auch überall anders von Jesus erzählen. Mhm. Wo denn? Schau mal, hier habe ich noch mal eine Karte, die ein bisschen näher dran geht. Ah ja. Die stelle ich mal hier hin. Mhm. So, dass die auch schön hält. Na. Hier ist also Israel, ne, hier ist nochmal der Stiefel von Italien, Griechenland und hier ist Israel. Und hier im Norden von Israel, in Antiochia, da war der Paulus. Und da hat Gott ihm die Aufgabe gegeben, dass er losgehen soll, um den Leuten in den anderen Ländern von Jesus zu erzählen. Also hat er das gemacht. Ist erstmal mit dem Schiff losgefahren, auf die Insel hier, darüber gelaufen und dann weitergefahren mit dem Schiff und dann hier unterwegs gewesen, wieder zurück.
Und dann ist er zurückgekommen nach Antiochia. Und in welchen Ländern war er da? Also hier, das Gebiet, das hat zur Provinz Galatien gehört damals. Das ist heute in der Türkei. Mhm. Ja. Und die Insel, die heißt Zypern, die gehört zu Griechenland heute. Ziemlich coole Aufgabe. Ich liebe es zu reisen. So eine Aufgabe hätte ich richtig gern gemacht. Ja, und Paulus hat auch echt tolle Sachen erlebt auf der Reise. Ne? Er hat Wunder tun können im Namen Jesu. Oh. Er hat vielen Menschen von Jesus erzählen können. Die waren begeistert und haben auch Jesus geglaubt und haben auch sich bekehrt zu ihm. Aber es war auch manchmal echt gefährlich auf der Reise. Gefährlich? Was denn passiert? Naja, manchmal musste Paulus aufpassen, weil die Leute wirklich ihm Böses wollten. In einer Stadt, in Lystra zum Beispiel, haben sie ihn fast umgebracht. Umgebracht? Das nennst du gefährlich? Das ist ja lebensgefährlich. Ich nehme alles zurück. Ich will diese Paulus-Aufgabe doch nicht machen. Ist er demnächst wieder gut nach Hause gekommen? Ja, so ungefähr nach einem Jahr war er wieder zu Hause in Antiochia. Und dann hat er erstmal die Gemeinden in Israel besucht und war auch in Jerusalem. Also ich würde jetzt erstmal lieber zu Hause bleiben. Ja, die Reisen waren schon gefährlich, ne, die er gemacht hat, das stimmt schon. Aber Paulus hat gewusst, wie wichtig das ist, dass die Leute von Jesus erfahren. Ne? Und er wollte auch wissen, wie es den Gemeinden geht, die er so auf seiner ersten Reise übrigens gegründet hat. Ne? Wie jetzt? Und da ist er dann bald wieder aufgebrochen. Was? Er wollte nochmal dahin, wo er fast getötet wurde? Ja, schau mal, die rote Linie ist seine zweite Reise. Ne? Die fängt wieder hier an, Antiochia, und dann geht es hier rüber, auch da, wo er schon mal gewesen ist, ne? Wo es auch so gefährlich war. Oh, oh. Und dann geht es noch weiter, hier bis nach Griechenland und wieder zurück. Ne? Boah, das ist ja noch weiter. Das ist ja noch ein viel längerer Weg. Ja, und Paulus hat wieder viele tolle Sachen erlebt auf der Reise. Er hat neue Freunde getroffen, die ihn aufgenommen haben bei sich zu Hause. Oder die mit ihm mitgelaufen sind eine Weile, auch ihm geholfen haben. Ja, und er hat Menschen heilen können im Namen Jesu. Und wieder Leuten erzählen können von Jesus, die ihm geglaubt haben und sich auch bekehrt haben. Aber es gab auch wieder Probleme und Schwierigkeiten. Wow, Paulus hat ja echt viel erlebt. Und war es diesmal auch wieder so gefährlich? Ja, ganz genau. Es war wieder auch gefährlich manchmal. Manchmal wurde er nur verspottet oder irgendwie ausgelacht. Aber manchmal musste er echt auch fliehen, weil es wirklich gefährlich geworden ist. Huch! Ich finde es ja echt unglaublich, wie mutig Paulus war. Kommt er diesmal auch wieder gut nach Hause? Ja, nach ein paar Jahren ist er wieder zu Hause angekommen. Boah, ganz schön lang. Ja, aber er ist auch nicht lang zu Hause geblieben. Was? Er ist nicht ausgeruht? Nur kurz. Er ist schon bald wieder aufgebrochen zur nächsten Reise. Unglaublich! Er macht sich zum dritten Mal auf den Weg? Ja. Also ich war heute nach zwei wichtigen Aufgaben schon völlig K.O. Ja, weißt du, der Paulus, der war manchmal auch am Ende seiner Kräfte und konnte eigentlich nicht weiter. Aber Gott hat ihm eine neue Kraft gegeben. Aha. Also ist er wieder aufgebrochen. Schau mal, die blaue Linie ist die dritte Reise. Aha, wo ging's hin? Ach ja, hier hoch durch Kleinasien, nach Ephesus und wieder bis nach Griechenland und dann wieder zurück und nach Tyrus und Jerusalem. Boah, auch wieder so ein weiter Weg. Und stell dir vor, damals gab es ja keine Autos, keine Busse und Bahnen, keine Flugzeuge. Das heißt, Paulus musste die ganzen Wege entweder zu Fuß laufen, oder vielleicht hat er mal einen Esel und ein Pferd ein bisschen gehabt, keine Ahnung, oder halt mit dem Schiff. Also es war schon richtig anstrengend. Du Dominik, ich wüsste ja gern mal, wie viele Kilometer Paulus so insgesamt unterwegs war. Das habe ich letztens gelesen, warte mal. Und? Da haben so ein paar Forscher mal versucht, das auszurechnen, wie viel der Paulus in seinem Leben da zurückgelegt hat, an Strecke wahrscheinlich. Und? Und die sind auf Zahlen gekommen, so zwischen 16.000 und 25.000 Kilometer hat der Paulus in seinem Leben auf seinen Reisen ungefähr, zurückgelegt. Boah, das klingt ja richtig viel. Ist es auch. Ist das so viel, als wenn ich einmal von oben nach unten durch Deutschland laufe? Nee, Fribo, das ist viel, viel weiter. Weiter? Schau mal hier auf der Weltkarte, ja? Da haben wir doch hier in der Mitte den Äquator, ne? Das ist diese Linie hier. Ja. Und, da ist die Erdkugel am dicksten, ne? Aha. Und um da einmal rumzukommen, die ganze Erde, das sind ungefähr 40.000 Kilometer. Boah, ist das heißt, der Paulus hat auf seinen ganzen Reisen ungefähr einmal die halbe Welt umrundet. Einmal um die halbe Welt unterwegs für Jesus. Ja. Und dann auch noch mit so vielen Schwierigkeiten. Und er hat es trotzdem gemacht. Er hat es trotzdem gemacht. Wenn Gott ihn gerufen hat, hat er nicht Nein gesagt. Wie konnte er denn so viel Kraft haben? Na, die hat er, glaube ich, nicht gehabt, nicht? Fribo. Die Kraft, die brauchte er von Gott, die musste Gott ihm geben. Er hat auch oft darum gebetet, dass Gott ihm Kraft gibt. Allein hat er das nicht geschafft. Aber mit Gott schafft man alles. Ja. Okay, was ist die dritte wichtige Aufgabe, die du für mich hast? Bist du sicher? Schon wieder so fit, dass du noch eine Aufgabe erledigen willst? Ich habe schon wieder mehr Energie. Aber vielleicht können wir noch bei Carla vorbeischauen. Vielleicht hat sie ja auch ein Energieessen für mich. Bonjour, hier ist die Carla.
Also, Paulus war ja richtig viel in der Türkei unterwegs. Und ein türkisches Rezept habe ich heute rausgesucht, was wir unbedingt ausprobieren, nämlich die Börekstangen. Kennst du noch nicht? So sollen sie am Schluss aussehen, knusprig im Ofen gebacken. Und wir füllen sie mit einer Schafskäsemasse und damit fangen wir gleich mal an. Hier habe ich einen Schafskäse, einen cremigen, schönen, leckeren Schafskäse. Davon nehme ich nur die Hälfte, denn wir brauchen für die Füllung gar nicht so viel, nur ein paar Löffelchen. Den Schafskäse gebe ich hier in die Schüssel und zerbrösel ihn, kann man mit den Fingern auch machen oder hier, wie ich, mit der Gabel richtig schön zerdrücken. Schafskäse oder man kann auch Ziegenkäse nehmen, wenn es einem schmeckt. Ich habe mich jetzt hier für den cremigen Schafskäse entschieden und habe den jetzt hier richtig in der Schüssel schön klein gedrückt und gebröselt. Jetzt kommt Tomatenmark dazu, ein Löffelchen Tomatenmark. Und ein paar Gewürze. Pfeffer kommt mit rein. Und Salz aus meiner Salzmühle, ein bisschen grobes Salz. Und Paprikapulver. So dass die ganze Masse eine schön leckere Würzung bekommt. Und dann nehmen wir frische Petersilie. Die habe ich hier gleich zur Hand. Und pflück mir ein paar Blättchen hier ab und schneide sie mit dem Messer klein. Wenn du das auch mal ausprobieren möchtest, schön vorsichtig machen, wenn du mit dem Messer arbeitest, damit nichts passiert. Vielleicht bittest du einfach einen Erwachsenen um Hilfe und die Petersilie schön klein schneiden. Man kann auch die glatte Petersilie nehmen. Ich habe jetzt hier die krause Petersilie. Und die gibt der ganzen Schafskäse-Füllungsmasse eine leckere Würze und kommt jetzt mit hier rein. So, die Petersilieblättchen. Alles in die Schüssel und jetzt vermenge ich die ganzen Zutaten nochmal richtig schön miteinander. Dauert einen kleinen Moment, bis alles schön vermischt ist. Jetzt hier in der Schüssel sehen die Zutaten noch so ein bisschen trocken aus. Aber das Ganze wird gleich im Ofen gebacken und da schmilzt der Käse und bildet so eine richtig leckere, cremige Masse. Man kann diese Börekstangen auch mit verschiedenen Zutaten füllen. Zum Beispiel mit Spinat oder mit Porree oder mit Hackfleisch oder. Also da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Auch ein bisschen Knoblauch kann mit rein. Und das gibt man einfach zu dieser Masse dazu. Also, ich bin ganz zufrieden. Sieht schon gut aus hier in der Schüssel. Dann geht's an den Teig. Ich habe alles schon gut vorbereitet, denn was so ein bisschen tricky ist bei diesem Rezept, der Teig muss sehr schnell verarbeitet werden, weil er sonst trocken wird. Ich habe hier in mein Schüsselchen vorbereitet ein Eiweiß mit Milch, ein bisschen verschlagen, und ein Eigelb mit Milch. Das Eiweiß streichen wir auf den Teig drauf und das Eigelb oben drüber, damit es diese schöne braune Farbe dann beim Backen bekommt. Aber jetzt will ich mal loslegen mit dem Teig. Es gibt direkt fertigen Börekteig oder Jufka-Teig zu kaufen. Den lege ich hier ein Blatt auf mein Brett. Das andere Blatt lege ich noch mal zur Seite und schneide das dann durch. Das ist eine dreieckige Form bekommt und legt die mir einfach so übereinander und bepinsel den Teig mit der Eiweißmischung. Also ein Eiweiß und ein bisschen Milch habe ich dazugegeben und das macht den Teig jetzt wieder so ein bisschen feucht und hilft, dass er gleich gut zusammenklebt und nicht wieder auseinanderrollt. Dann nehme ich meine Schafskäsemischung und gebe ein klein bisschen hier unten in der unteren Hälfte vom Teig da drauf. Muss gar nicht so viel sein. Und jetzt wird
der Teig einmal so von rechts nach links und links nach rechts eingeschlagen. Und dann nochmal nach oben und nach oben zusammengerollt, sodass es diese Stangenform ergibt. Und das letzte Dreieck so schön rum und lege ich so drauf, dass der Teig sich nicht wieder auseinanderrollt und auseinanderfaltet. Und genau dasselbe mache ich gleich bei dem nächsten, beim nächsten Teig. Denn man sieht es jetzt schon so ein bisschen, der Teig wird dadurch, dass er so dünn ist, sehr schnell trocken. Aber wir kriegen den mit unserer Eiweiß-Milchmischung schön wieder angefeuchtet. Und jetzt kommt wieder die Schafskäsemasse drauf, gelöffelt. Ein klein bisschen. Den Teig einmal einschlagen. Ups, jetzt ist schon ein Stück abgebrochen, macht nichts. Kriegen wir trotzdem wieder zusammen und vorsichtig in die Stangenform gerollt und auf unser Blech. Und jetzt kommt die Eigelb-Mischung. Jetzt musste ich selbst kurz überlegen, Eiweiß, Eigelb, nicht durcheinander kommen. Ein Eigelb habe ich mit Milch ein bisschen vermischt und das bepinsel ich jetzt hier, die leckeren Börek-Stangen. Und jetzt kommt noch das kleine i-Tüpfelchen obendrauf, nämlich der Schwarzkümmel. Das ist ein Gewürz, man kann es auch weglassen, aber ich empfehle es unbedingt mal auszuprobieren, denn das macht so das gewisse Etwas bei den fertig gebackenen Stangen aus. Und das gebe ich hier oben drauf auf die Käsestangen und dann werden sie im Ofen gebacken, so 10-12 Minuten, bis sie so richtig schön goldbraun sind, wie die zwei Exemplare hier drüben. Die sind schon fertig, die gehen noch in den Ofen. Die kann ich mir gleich schmecken lassen. Die schmecken nämlich auch kalt richtig gut. Probier es unbedingt mal aus. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal und rüber geht's wieder auf den Dachboden. Boah, das sah richtig lecker aus. Mhm. Jetzt bin ich wieder voller Energie. Was gibt's zu tun? Also, ich habe dir doch vorhin erzählt, dass ich diesen Esstisch gebaut habe. Ja, ne? Ich erinnere mich. Und der war für ein Seniorenheim. Oh. Und als ich den abgeliefert habe, bin ich mit ein paar Leuten ins Gespräch gekommen dort. Mhm. Und ich habe ihnen erzählt, auch von uns hier, dass wir zusammen Bibelgeschichten lesen und Bibelschätze suchen. Und das fanden die Leute da richtig, richtig toll. Mhm. Ein paar von den alten Leuten waren echt begeistert, weil sie Bibelgeschichten von früher aus ihrer Kindheit noch kennen. Aber sie haben schon lange keine mehr gehört und haben auch nicht mehr so gute Augen, sodass sie die nicht mehr selbst lesen können. Ja. Und da habe ich eine Idee gehabt. Wir erzählen ihnen Bibelgeschichten! Ja! Oh, das ist frivotastisch! Wir kennen so viele Geschichten und haben so viele Bibelschätze. Von denen nehmen wir auch welche mit. Ich erzähle auf jeden Fall meine Lieblingsgeschichte vom verlorenen Schaf. Ja, wann geht's los? Ja, ich finde es total toll, dass du begeistert bist, Frivo. Oh, das ist die schönste Aufgabe, die ich hier hatte. Schnapp dir die Bibel! Ja, ich hole die Bibelschätze! Moment, stopp. Wir müssen doch noch den Bibelschatz für heute aufschreiben, oder? Ach so, ja, natürlich. Ja? Hast du eine Idee, was wir aufschreiben sollen? Na klar. Dann sag mal an. Wichtige Aufgaben sind nicht immer leicht, aber Gott gibt uns Kraft. Sag noch mal, wichtige Aufgaben sind nicht immer leicht. Sind nicht immer leicht. Aber Gott gibt uns die Kraft. Das macht er. Die Kraft, schreibe ich ganz groß. Genau. Also, wichtige Aufgaben sind nicht immer leicht, aber Gott gibt uns die Kraft. Ja, richtig gut. Ne? Soll ich die Karten in die Bibelschatztruhe legen? Nee, eigentlich kannst du sie behalten. Wir nehmen auch noch viel andere mit. Ah, na klar, mach mal die Truhe auf. Das mache ich. Komm, wir holen noch mehr. Ja, geh rüber. Ja, komm mal rüber und hilf mir, Fribo. Okay. So. Also, guck mal, ich habe hier eine gefunden. Ja, was steht da drauf?